Ich habe Post bekommen von Smartino E.K. und das ist von funktionelles.de. Da mache ich ein kurzes Unboxing. So von DHL in meinen Briefkasten gesteckt worden. So. Hab mir ein paar Karabiner bestellt. Kleinen Dinger, bisschen 4 Meter Paracord, Millimeter Paracord, etwas von der 3 mm Sorte. Boah, das ist aber ein Klopper. Das Opinel Nummer 12. Weil ich eine breitere Klinge wollte. Das ist ein Klopper. Und ein kleines Geschenk für meinen Schwiegervater. Das Victorinox Trailmaster Black mit der Nummer 0.8463.3. Darüber werde ich vielleicht eine Art kleines Review machen, dann aber auf Russisch. Also das nächste Video wird dann auf Russisch sein, weil das ein Geschenk für meinen Schwiegervater sein soll. Und was er besonders wollte, ist, sein Lastenheft war eine feststellbare Klinge. Das finde ich bei der ganz gut, dass die, oh ne, mit einer Hand kann man das nicht, der ist richtig stramm, ah, ich muss mal in eine andere Richtung bewegen. Was ich ganz gut finde bei dem ist, dass der in der Mitte eine Arretierung hat. Und damit kann man sich nicht so schnell dann einhändig zuklappen, da was einklemmen. Und mein Schwiegervater wollte sehr eine ordentliche Säge haben. Boah, das ist natürlich was Feines. Muss ich mal gleich vergleichen mit meinem, was ich immer noch in meiner Bildtasche habe. Die Säge von meinem alten Victorinox. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Da kommt gut, ja, ein Zentimeter kommt da an Sägelänge dazu. Feine Geschichte. Und was er unbedingt brauchte ist, weil in der Ukraine noch nicht so üblich bei den Dosen, braucht er einen vernünftigen Dosenöffner, was das Ding ja nun wirklich ist. Und zwar im Gegensatz zu Wenger ist es ein Dosenöffner, wo man sich voranschiebt. Finde ich persönlich ganz gut gemacht. Mit dem Ziehen ist auch okay, aber also ich fand das persönlich richtig gut. Und im Notfall kann man mit diesem Dosenöffner auch ganz, ganz fein irgendwas schnitzen, weil es hier nicht scharf ist. Man kann hier wirklich abchoken, wie man sagt, irgendwas ganz, ganz Kleines schaben oder so. Also gut. Das Review über das Victorinox Trailmaster, oder so eine Art Vorstellung, werde ich ihm als Geburtstagsgeschenk
Wir machen auf Russisch im nächsten Video, oder ich werde mir einen auf Russisch abbrechen. Und ansonsten soll es das gewesen sein für das jetzige Review, für das jetzige Unboxing. Sorry.